Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man diesen coolen Brunnen bauen kann. Das sieht insane aus, finde ich, und ist ziemlich einfach zu bauen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. So, das erste, was wir bauen, sind die Ecken. Und zwar benutze ich dafür diesen Polished Andesit. Dann kommen hier diese gemeißelten Steine eben hin. Dann machen wir hier ein kleines Muster mit Treppen. Und zwar tauschen wir die einmal so, also dass zwei nach unten gucken quasi und eine nach oben. Und das machen wir jetzt für jede Seite. Also jetzt hier wieder diesen hin. Dann zweimal diesen polierten Andesit quasi. Ich lasse hier mal kurz drei frei. Machen wir gleich die Treppen rein. Nur einmal, damit das einfacher ist so. Dann machen wir hier jetzt die Treppen rein. Hoppala, die ist falsch rum. So. Und das wird dann erstmal so quasi der Ring um das Wasserbecken dann rum. So. Hätten wir das auch schon. Dann machen wir als nächstes hier Treppen hin, und zwar so, gegen den gemeißelten Andesit quasi, gegen den gemeißelten Dingsbums, Stone Brick quasi. So. Dann nehmen wir Halbsteine und machen jeweils einen hier hin und zwei auf den Andesit oben drauf und einen auf die mittlere Treppe. So, zack. Auf die mittlere Treppe, hier vor, da drauf. Auf die mittlere Treppe. Und noch ein letztes Mal auf die mittlere Treppe. Dann machen wir neben den Halbstein auf den Treppen, machen wir zweimal aus Stonebricks die Fences, also die Zäune. So, und das wäre jetzt quasi das Becken. Was man noch machen kann, ist Licht, und zwar macht man das dann genau in der Mitte, so dahinter. Oh, ich sehe gerade, ich habe da die eine Treppe falsch gemacht. So, zack, das ändern wir. Weil das Licht ist jetzt so, dass man es quasi nicht unbedingt sieht, wenn man da rumläuft. Natürlich immer so ein bisschen, aber es ist immerhin etwas versteckt. So, was wir jetzt machen, ist genau in der Mitte, machen wir drei Blöcke hoch. Machen wir dann die Zäune nochmal ran und oben auf den Zaun rauf kommt dann nochmal der gemeißelte Stein. So. Auf den gemeißelten Stein machen wir dann nochmal Lichtquellen, also in diesem Fall jetzt Seelaternen, aber wir könnten natürlich genauso gut auch Glowstone benutzen. Dann machen wir hier einmal die Ecken voll mit Steinen und machen dann nochmal jeweils drei Steine da vorne so ran. So. Hier machen wir dann jetzt Treppen so rum, also eine kopfüber und eine gerade rum, richtig rum quasi. So, da kommt nämlich später dann das Wasser in der Mitte raus. Dann nehmen wir den Halbstein, machen damit die Ecken nochmal zu. So, damit das von oben noch ein bisschen runder aussieht. So, ja okay, einigermaßen rund, ne? Für Minecraft-Verhältnisse ist es schon relativ rund. In der Mitte machen wir es dann weiter hoch. So, aber davor machen wir noch einmal, muss ich mal kurz gucken, ach ja genau, hier sind die. Nochmal die Fences und da oben drauf jeweils einen Halbstein. So. Dann machen wir zwei Abstand, dann nochmal ein Fence. So, und da oben drauf wieder den gemeißelten Stone Brick. So. Mal kurz gucken. Da oben drauf, genau, das ist jetzt schon die Mitte und das Ende quasi. Machen wir jetzt eine Lichtquelle wieder. Da oben drauf dann nochmal zweimal den Polished Andesit. Da oben drauf nochmal zweimal den Zaun. Das sieht jetzt quasi aus wie so diese Leitung quasi, wo dann später das Wasser rauskommt. So, hier in der Ecke machen wir dann nochmal ganze Stone Bricks und machen dann wieder diese Technik mit der umgedrehten und der richtig rum Treppe quasi. So entsteht hier wieder so ein mittleres Ding, wo dann halt das Wasser rauslaufen kann. Und soweit ist das jetzt auch relativ fertig eigentlich. Wir müssen jetzt nur noch das Wasser machen. Das Dumme am Wasser ist, dass man es quasi dreimal oben platzieren muss, und zwar einmal auf diesen Zaun und dann ganz oben drauf nochmal. Weil ansonsten werden hier nämlich diese Luftblasen bei dem Zaun, das würde ein bisschen komisch aussehen. Und was wir jetzt noch machen, ist hier unten die Strömung weg, und zwar sperren wir dafür einfach Wasser hin, damit hier überall unendliche Quellen entstehen. Und was man natürlich auch noch machen kann, ist den Boden ändern. Das mache ich jetzt aber in diesem Fall mal nicht, weil das einfach ja ziemlich einfach ist eigentlich und es wird halt einfach nur lange dauern. Also ihr würdet jetzt hier einfach einen anderen Block nehmen, vielleicht auch tatsächlich in der Mitte ein bisschen tiefer, irgendwie einen Block runtergehen oder sowas. Aber ja, ansonsten ist der Brunnen soweit fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt mal Hashtag Brunnen in die Kommentare und ja, ich hoffe, der findet sich dann in der einen oder anderen Welt von euch wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.